Fahren unter Alkohol war der Grund für einen schweren Unfall am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in Mösen St. Jakob. Eine 19-jährige Fahrerin fuhr auf der Vettermannstraße in Richtung Mösengrund und verlor die Kontrolle über ihren Renault Clio. Dadurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Erst die herbeigerufene Feuerwehr konnte sie und den 19-jährigen Beifahrer aus dem Wrack befreien. Beide wurden in ein Krankenhaus in Zwickau eingeliefert. Während der Mitfahrer nur leicht verletzt wieder entlassen werden konnte, wird die Fahrerin stationär behandelt. Außer schweren Verletzungen stellte man bei der Fahrzeugführerin einen Alkoholwert von 2,10 Promille fest. Der Renault Clio erlitt einen Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro und ist ein Fall für die Schrottpresse. Die Vettermannstraße war während der Zeit der Unfallaufnahme und Bergung für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.